Wir konnten das Flugzeug des Doktors einholen, aber da war niemand drin. Es wurde ferngesteuert geflogen. Sei vorsichtig. Wir glauben, Sie sind noch immer auf dem Palast. Ja, wir waren nie fort. Was wollen Sie damit erreichen, Victor? Entführung und Chaos für ein noch größeres Flugzeug? So, Sie kennen also den Motor. Beeindruckend, nicht wahr? Aber andererseits ist es einfach nur Spielzeug. Mächtig sind sie zwar, aber die Möglichkeiten sind beschränkt mit deinem paar Riesendrelikten. Doch bald werde ich eine unbegrenzte Menge davon haben. Warten Sie nur ab, was dann möglich ist. Was? Die Weltherrschaft? Nein, nicht so Mondänes. Aber Doktor, wieso sind Sie hier? Kann es sein, dass Sie auch das Verlangen spüren? Sie sollten eigentlich im Koboldorf sein bei Ryder, nicht wahr? Versuchen herauszufinden, wo diese ganzen Waffen herkommen. Doch stattdessen sind sie hier und brechen auch noch in fremde Häuser ein. Das erinnert mich daran, wie sie früher einmal waren, bevor sie von Charlotte gezähmt wurden. Wagen Sie es nicht, von Charlotte zu reden! Das reicht jetzt. Victor, packen Sie Ihre Koffer. Sie werden eine lange Reise unternehmen. Hier entlang. Danke, Katrina. Sie hauen ab!
Sind auf der Flucht. Sie wollen zum Dach? Das müssen wir wohl später regeln. Na, wir haben, was wir wollten. Oh, da ist mein Flugzeug.
Wie nett. Nick, Lukas, hinten rein. Kleiner Abstecher zur Troctomine. Kein Kontakt zu Ryder. Also, kurz zum Mitschreiben. Laut Plan schleichen wir uns durch einen unbenutzten Seiteneingang, gehen unbemerkt mehrere Kilometer durch aktive Minentunnel und dann soll Nick die Tür öffnen. Oh, und wir können Ryder nicht sagen, wo wir sind oder was wir vorhaben. Ja, genau so sieht's aus. Und was den Kontakt zu Ryder betrifft? Hast du schon mal einen von denen hier gesehen? Ist das ein Holobot? Ganz genau. Wo immer er steckt, der hier findet ihn. Ryder, wir konnten Lukas wieder zurückholen. Aber Victor hat etwas sehr Merkwürdiges vor. Wir gehen jetzt in die Troctomine und werden uns umsehen. Ha! Und jetzt? Auf in die Mine!